Alle 5 Minuten hat es im Frühjahr auf der A81 zwischen Oberndorf und Rottweil Temposünder erwischt, als ein Blitzeranhänger die Fahrtrichtung Singen kontrollierte. 100 km/h sind auf dem Abschnitt erlaubt. Mit bis zu 215 Stundenkilometern wurden Autofahrer geblitzt. Von knapp 150.000 kontrollierten Fahrzeugen waren 12.303 zu schnell unterwegs. Online wird viel Kritik daran geübt, in diesem kurzen Abschnitt mit Tempo 100 zu blitzen. User sprachen von Abzocke. Anfang Mai wiederum wurde erneut geblitzt. Das Regierungspräsidium Freiburg erklärt, dass Senkungen der Fahrbahnoberfläche schuld an den Beschränkungen seien. Die Mulden würden sich durch Gipskäuperschichten im Untergrund bilden. In der zweiten Jahreshälfte 2020 soll jedoch ein Ende des Tempolimits kommen. Eine Sanierungslösung werde erarbeitet, so eine Sprecherin.